Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Vor dem heutigen Video habe ich Angst, richtig Angst, aber ich werde es, glaube ich, durchstehen. Wir machen eine Chilisauce, mal wieder. Wir haben ja schon ein paar Mal Chilisauce gemacht, aus Jalapenos, aus anderen Chilisorten. Heute Andres eigene Zucht und ich weiß aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung, die sind hervorragend geworden. Und wir haben hier einen ganzen Sack voller Carolina Reaper. Die schärfste Chili der Welt. Das wird lecker. Ja, das wird scheiße. Freut euch drauf. Ja, das, was André, ich weiß nicht, von wie vielen Pflanzen? Von zwei Pflanzen? Ja. Ja. Da hängen noch ein paar dran, aber ich sag hier, Orangen habe ich noch dran hängen gelassen, aber da sind nur die. Die roten und etwas dunklen Orangenen. Also ich habe letztens probiert bei dir und ich habe, also das Stück war vielleicht einen Millimeter groß. Man hat es kaum auf dem Finger gesehen. Das war so abartig. Das war echt ganz, ganz böse. Ganz böse. Ja, und beim Arbeiten müssen wir natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein. Sprich nicht mit bloßen Händen, sondern schön mit Handschuhen. Und ja. Damit wir uns nicht wehtun. Ich habe André auch nach einer Schutzbrille gefragt, aber er sagt, ach, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Ja, sagst du immer, du sagst das immer so einfach. Ich habe echt ein bisschen Schiss davor. Die sind wirklich extrem scharf. Da ist noch irgendeine Spinnenwebe. Ja, aber wie gesagt, wir machen uns die schärfste Soße, die man aus natürlichen Zutaten, sage ich mal, ohne Chemie selber machen kann, machen wir uns selber. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Chilisauce macht. Die einen fermentieren, das heißt, über eine Woche lang werden die Chilis tatsächlich mit etwas Flüssigkeit oder kaum Flüssigkeit einfach so fermentiert. Ist eine super Variante, eine sehr, sehr gute Variante, aber dauert halt zu lange. Wenn man sagt, wir wollen heute Abend scharfe Soße essen, dann machen wir jetzt sofort. Dann machen wir das anders, und zwar machen wir das dann mit Essig, mit Zucker, mit Salz, mit viel Knoblauch und viel, viel hiervon. Ja, und diese bereiten wir uns schon mal vor. Ich habe hier Handschuhe. Also wenn ihr sowas nachmacht, wie gesagt, unbedingt Handschuhe tragen. Die Gefahr ist einfach ziemlich groß, dass man sich dann doch ins Gesicht fasst. Das stimmt. Und das tut weh. Ich hatte letztens auch. Nach zwei Tagen Hände waschen mit Seife und was weiß ich. Konnte man immer noch nicht ans Auge fassen oder so. Ja, super, das klingt ja fantastisch. Ich freue mich. Diese Video-Idee stammt übrigens von André, nicht von mir. ja, so, hier haben wir einen Topf. Das sind übrigens 350 Gramm, die er mal ebenso vom Strauch abgezogen hat. Die schneiden wir auf. Die Kerne machen wir so ein bisschen raus. Und guck mal, hier sind noch nicht mal wirklich viele Kerne drin. Dann können wir die eigentlich schon da reingeben. Ein bisschen kleiner können wir die sicherlich auch noch schneiden, dann wird es gleich einfacher. Ja, guck, kaum Kerne. Zack, so einfach klein schnippeln. Boah, es fängt schon an zu riechen. Alter Schwede, ey. Das riecht echt geil, ne? Das riecht gefährlich irgendwie so. Du merkst irgendwie, es ist sowas, was man irgendwie das meiden sollte. Ja. Scheiße. Übrigens, das Schärfste an so einer Chili, das mit Abstand am schärfsten, sind nicht die Kerne, wie man meistens annimmt, sondern es ist die Plazenta. Das sind diese weißen Stege, die hier drin sind. Das hier, das ist richtig scharf. Und das haben wir schon mehrfach ausprobiert mit anderen Chilis. Ja, kommen natürlich hier auch mit rein. Also wir haben auf jeden Fall Bier da. Zum Löschen hilft aber nicht. Zum Löschen hilft dann, ja, erstmal wahrscheinlich ein bisschen schon. Ich habe auf jeden Fall auch noch Joghurt gekauft. Ich trinke ja so keine Milch. Also Milch, das gerade das Eiweiß da drin neutralisiert, das Capsaicin. Da ich keine Milch trinke, mache ich das halt
mit Joghurt. Ja, da haben wir unseren ganzen Stapel jetzt, unsere enorme Menge. Und man merkt es schon fast in den Augen, wenn man nur hier drüber steht. Das ist wirklich enorm. So, ich habe gerade ganz frische Handschuhe angezogen. Weil wir werden uns natürlich zwischendurch unser Sicherheitsbierchen hier bereithalten. Genau, Sicherheitsbier. Ja, falls wir was in die Augen kriegen oder in den Mund, können wir schön hinterher steuern. So, Prost. Prost, Prost. So, dann mal ab damit in den Topf. So, schon eine enorme Menge, aber wir brauchen auch noch eine enorme Menge an Knoblauch. Die passt da einfach perfekt zu. Das heißt, hier haben wir schöne große Zehen. Wenn wir die einfach ein bisschen platt machen, da reingeben. Aber schade, dass du vorher keine probiert hast. Okay, bei mir zu Hause, aber jetzt nicht. Ja. Nein, ich bin nicht bescheuert und ich möchte das Video auch noch gerne zu Ende kriegen. Wenn man zum Schluss probiert die Soße, dann muss das reichen. Ja, hoffentlich wird die auch so scharf, wie die frisch sind. Also, wie gesagt, ich habe ja schon probiert bei dir. Ja, sagen wir so, aber das ist ja damals gewesen. Das ist nicht heute. Es ist damals gewesen, es ist ein paar Tage her. Die Soße wird ja lange nicht so scharf, wie die frisch sind. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, da ist noch Satzspiel da. Wir haben das ja schon... Aber die Leute möchten dich leiden sehen. Ja. Nein, nicht so extrem, glaube ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Knoblauch ist im Topf. Handschuh wieder aus. Handschuh an, Handschuh aus. So, das übergießen wir jetzt erstmal mit Essig. Also tatsächlich bleibt da nicht so ein extremer Essiggeschmack nachher über. Aber man merkt natürlich schon eine gewisse Säure. Das waren jetzt 800 Milliliter. Ein bisschen was geht noch. So, und ein Liter. Dann Deckel drauf und erstmal etwas leicht köcheln lassen, bis so der Knoblauch weich ist. Das dauert ein paar Minuten, nicht zu lange. Wie gesagt, sobald der Knoblauch weich ist, einfach mal mit dem Messer testen, ob man den so durchdrücken kann. Und dann reicht uns das schon. Ja, wir sind fertig. Wir haben jetzt das Ganze 20 Minuten lang köcheln lassen. Ja, den Fehler haben wir vorhin gemacht. Beide. Beide gleichzeitig. Hust, hust. Haben wir dran gerochen an diesem Dampf. Das zog direkt bis ins Gehirn. Das war schon ein bisschen... Ja. Ich halte Abstand, okay? Bisschen blöd von uns auch. Deswegen, ich halte Abstand. Mach du alleine. Ja, danke. So, hier haben wir jetzt unsere Flaschen drin. Die kochen wir noch ab, damit sich das Ganze natürlich auch lange hält. Ja, ich glaube, das wird bei mir nicht lange halten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich vielleicht auch ein kleines Fläschchen abkriege. Natürlich. Aber ich weiß, diese Literflasche da, ein halber Liter oder was, die wird wahrscheinlich für dich sein. Für mich reicht auch ein bisschen. Eine Woche. Ja, genau. So, jetzt gehen wir das Ganze hier in unseren Mixer rein. Vorsichtig. Wie gesagt, benutzt Handschuhe, benutzt am besten auch eine Schutzbrille. Oh, guck. Passt. Hundertprozentig. Unfallfrei. Bis jetzt. So. Rein da und ab geht die wilde Fahrt. So, André ist schon am Husten ein. Jetzt geben wir das Ganze wieder zurück in den Topf. Ach, weißt du was, das machen wir mal da hinten auf dem Grill. Dann habe ich den Platz hier gleich für den Topf, den wir ja noch wieder auf die Platte stellen müssen. Oh. So.
rein da. Leckeres Süß. Ja, das ist jetzt auch relativ fein schon. Also ich habe gedacht, oder ich habe die Flotte Lotte hier schon stehen, um das nochmal zu passieren, aber es müsste auch nicht, sieht schon ziemlich gut aus. Brauchst du nicht. Ich habe was auf den Finger. Oh, leck mich am Arsch. Um meine Zunge. Ich will auch probieren. Nicht nur lachen, ich will auch probieren. Ah, puh. Ich habe nur mal einen Finger geleckt. Man soll nicht einen Finger lecken. Die ganze Zunge brennt. Puh. Aber es zählt noch nicht als probieren. Boah, alter Schwede. Joghurt? Habe ich extra da. Wir machen erstmal weiter. 2 Esslöffel Salz. Zwei Esslöffel? 2 Esslöffel. So, und das hier sind 150 Gramm Zucker. Das Ganze macht das ein bisschen süßer. Es dickt dann gleich auch noch ein bisschen ein. Das tut echt weh. So. Ich glaube, die Soße verträgt es durchaus, dass wir es ein bisschen reduzieren. Also je länger man kocht, desto mehr Capsaicin geht natürlich auch flöten, also die Schärfe. Jetzt ist noch ausreichend da, definitiv. Boah, das tut weh. Mach Cut. Ich probiere auch mal. Oder? Im Video. Die Kamera läuft schon. Ach so. Der Herr muss probieren. Es ist ja noch nicht fertig. Ist egal. Ein Zwischenergebnis. Ist okay. Ist okay. Du hast gerade eine Woche Urlaub gemacht, hast jeden Tag von den Zeugs gegessen. Das stimmt. Aber jetzt entwickelt sich, ne? Ist gut. Ist ja. Gut. Alles richtig. Für jemanden, der nicht wie ich jeden Tag irgendwie Chili isst, ist das die Hölle. Die Hölle. Ja, aber es ist wirklich, es ist scharf. Ja, definitiv. Okay, wir lassen es noch ein bisschen köcheln und dann werde ich meine Zunge mit Joghurt kühlen. So, wir sind jetzt soweit fertig. Und achtet drauf, wenn ihr noch ein bisschen reduziert oder gegebenenfalls auch noch ein bisschen Zucker reinmacht oder was auch immer. Es kühlt noch etwas ab. Nein, es wird noch etwas fester wieder, wenn es abkühlt. Das heißt, klar, durch den Zuckeranteil nicht denken, ich reduziere jetzt so lange, bis ich da eine ketchupartige Konsistenz habe, weil wenn es dann abkühlt, ist es noch fester. Dementsprechend immer noch ein bisschen Spiel mit einkalkulieren und so reicht es auf jeden Fall für eine ordentliche Soße. Und ja, da gucken wir mal hinten. Nicht fallen lassen. Ja, ich gebe mir Mühe. Das ist jetzt desinfiziert. So, einen kleinen Trichter haben wir auch noch direkt mit benutzt. Klar, dann lässt sich es einfacher einfüllen. So, dann gießen wir es hier mal rein. Das passt doch gut. Ein bisschen haben wir noch über. Wir finden sicherlich nachher noch ein Fläschchen. Und zack, fertig, abkühlen lassen, am besten im Kühlschrank stellen, hält sich Monate, mit Sicherheit ein halbes Jahr, von daher glücklich sein.
Ich dachte, ich könnte jetzt, ohne dass du es merkst, das Video beenden. Probieren. Aber er nickt schon dahinter. Ja, wie? Ja, wie? Ist ja heiß, kann ich ja nicht machen. Ja, ja, genau. Müssen wir irgendwas reintunken, so ein Tuck oder so. Ein Tuck, genau, ein Tuck. Also ich habe hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen Joghurt stehen. Joghurt kannst du nicht reintunken. Ist auch eigentlich nicht zum Tunken gedacht. Ist egal, brauchst du nicht, alles gut. Doch, ich werde nochmal probieren. Ich muss ja eine gewisse Erfolgskontrolle machen. Du auch. Aber wie gesagt, ich habe ja vorhin probiert. Es war am Anfang, ging so. Aber dann später, ja, habe ich auch gut was davon gehabt. Ja, schön. Komm, ich probiere auch nicht. Ja, die fertige Süßchen. Süßchen. So, dann lass dir schmecken. Prost. Lass mal warten. Das kommt. Ist schon da. Ja. Alles gut. Yes, wirklich. Richtig, richtig scharf. Also, ich muss mich gerade unter Kontrolle halten, aber gut gelungen. Ja. Gleich zu. Boah, brennt wirklich saugeil. Alles richtig gemacht. Ich trinke mal Bier. Nee, ist wirklich sehr sauscharf. So muss das. Aber jetzt spüre ich umso mehr nach hinten rum. Boah, der brennt wie Teufel. Ah. Ich muss auch trinken. Ich kann gar nichts mehr sagen. Schnell, Löffelchen und was sagen. Gute Soße, scharfe Soße. Das dauert jetzt eine Weile, bis er was sagt. Ihr habt noch nie was so scharf probiert. Dann Respekt. Also wir haben ja auch diese Soße von, wie heißt die nochmal hier, End of Sanity. Ja, genau. Fireland, hau mich tot. Ist auch nur aus Carolina Reaper. Ist ein Scheiß gegen das hier. Ist ein Scheiß gegen das hier. Boah, ich fange an zu sabbern. Ja, wie gesagt, ich war ja gut im Training, deswegen, ich spüre die Schärfe, also wirklich, er brennt wie Sau. Aber, ja, es geht. Den ganzen Pott weggelöffelt. Ja. Ihr wisst, wie ich die Videos normalerweise beende. Denkt euch dasselbe für heute. Tschüss.